einer Bildergesellschaft leben. Tagtäglich werden wir von Bildern erschlagen, egal wo sie herkommen, von Plakatwänden, aus dem Internet, aus dem Facebook oder auch von Galerien sozusagen. Ist das etwas, das durchaus auch mit diesen Werken diese Frage aufgeworfen hat? Auf den ersten Blick sehen Sie von Meyer Mellenauer Malerei. Aber es ist wirklich so einfach Malerei. Wenn Sie genauer hinsehen, dann werden Sie sehen, dass sie nicht alles gemalt ist. Dass sie auch mit verschiedenen publizierten Materialien und Bildern etc. aus Magazinen arbeitet, noch daraus zum Beispiel ihre Porträts entwickelt. Sie sehen, hier ist etwas gegeben, was wir aus der Moderne kennen, was einmal so schön als Combine Painting bezeichnet worden ist, das ist nicht einfach ein Pinsel gemalt oder mit Fingern oder mit Händen. Denken Sie an Arnold Freiner in den 70er Jahren, ganz, ganz Wesentliches für Sie. Der Spachtel spielt auch in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts eine viel größere Rolle, als uns eigentlich bewusst ist. Das heißt, Sie sehen, hier wird auch eine Grenze überschritten zu dem, was wir normalerweise als Malerei, wo man wirklich in dieses Gesicht hineingreifen kann. Das, glaube ich, ist etwas ganz, ganz Spannendes. Wer, glaube ich, Meyer Mellenauer näher kennt und diese Bilder sieht, weiß, das ist wirklich der Esprit der Künstlerin. Sie sind in gewisser Weise mit leichter Hand gemalt, Medium untersucht, sondern es geht immer auch an den Kern dessen, was bildende Kunst als visuelle Kunst natürlich ist. Was ist Sichtbarkeit? Wie kann ich etwas sichtbar machen, was mit dem Auge nicht sichtbar ist? Und in welcher Weise gelingt es mir, sozusagen eine ganz andere Dimension? Dann wären wir schon bei einem Brückenschlag zum fotografischen Werk von Boschitz. Denn fast alle oder vielleicht sogar alle diese gemalten Werke haben fotografische Vorlagen, wenn ich das so verkürzen formulieren will. Das ist etwas, was die ganze Kunstgeschichte der Moderne auszeichnet seit dem späteren 19. oder mittleren 19. Jahrhundert, seit die Fotografie erfunden war. Aber es geht hier nicht einfach nur um Vorlage und um den Brückenschlag, denn das, was die Malerei sozusagen als einen erzählerischen Gestus hier ausbreitet von Meyer Mellenauer, das ist ein analytischer Zugriff zur Medienfotografie bei Harald Boschitz. Oder die Frage anders gestellt, weil wir das ja bei der Fotografie so gewohnt sind, die Fotografie ist nicht ein Medium, das abbildet. Das bilden wir uns nur ein. Fotografie ist ein Medium, das sozusagen sichtbar macht. Vor allem vieles sichtbar macht, was wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Harald Boschitz hat begonnen, sich über Jahre mit dem Oberflächenphänomen der Fotografie zu beschäftigen. In diesen neuen Arbeiten macht er einen wesentlichen Schritt weiter, nämlich hinter diese Oberfläche zu schauen. Das heißt, wie funktioniert das Medium? In diesem Fall ist es nicht mehr die klassische Fotografie, sondern die digitale Fotografie. Und in welcher Weise wird hier überhaupt eine Möglichkeit geschaffen, ein Bild, ein digitales, fotografisches Bild zu generieren? Und mit diesen Fragen sozusagen kommt er auf einen Punkt, wo Sie tatsächlich ja sehen können, dass die Fotografie nicht mehr abbildet oder nur mehr beginnt, wenn Sie diese Serie hier betrachten. Das sogenannte Retinale unserer Wirklichkeit wird also wesentlich verschoben zu einem, ich würde fast sagen, einem Unbewussten des Wahrnehmens. Wir betrachten der Werke der beiden Künstler.